Willkommen heute zu einem neuen Video und heute schauen wir uns mal SpongeBob in Minecraft an. Und zwar habe ich mir eine spezielle Map runtergeladen und zwar ist das Bikini Bottom. Und ich habe mir noch eine SpongeBob-Mod runtergeladen und was die Mod kann, das zeige ich euch sofort. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz SpongeBobs Ananas an. Wenn ihr solche Let's Shows, sage ich mal, feiert, dann gerne, wie gesagt, bewerten. Und das hier ist das gute Haus. Wir haben einmal hier die Küche. Ich muss sagen, ich bin ja absoluter SpongeBob-Fan gewesen. Damals bis ungefähr, als ich 8 war. Dann habe ich habe es weiterhin geschaut und schaue es immer noch ab und zu heute. Aber ich habe es damals immer auf Super RTL geschaut und dann irgendwann auf Nickelodeon. Das waren echt geile Zeiten. Ich kann mich nämlich noch an eine Sache erinnern, das hier ist übrigens die Bibliothek. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, als einmal so eine Special-Folge kam um 24 Uhr. Und da haben mein Bruder und ich uns das heimlich angeschaut, weil unsere Eltern das nicht wollten. Das war ganz lustig. Auf jeden Fall haben wir dann hier einmal das ganze Haus. Wir können hier in das Schlafzimmer kommen. Das ist sogar ziemlich, also für Minecraft-Verhältnisse ziemlich gut eingebaut worden, beziehungsweise gebaut worden, meiner Meinung nach. Wir können hier dann die Tür öffnen und wir können auch hier nach oben. Und dann haben wir natürlich auch ein schönes Dach hier auf der Krone der Ananas. Und ja, natürlich, wer darf hier nicht fehlen? Der liebe SpongeBob, ne? Ja, moin. Ja, moin. Na, alles gut? Okay, dann nicht. Okay, gut, dann fliegen wir mal ganz kurz zum nächsten Haus. Und zwar ist das hier das Haus von Thaddäus. Ich bin Thaddäus, er ist Thaddäus, sie sind Thaddäus, wir alle sind Thaddäus. Wer kennt's noch? Ja, hier haben wir das Haus von Thaddäus. Mega cool gemacht. Ich möchte ja auch nur ganz kurz so ein bisschen die Räume durchrushen, also nicht so ausführlich zeigen. Hier ein ganz nettes Bad. Schlafzimmer darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal. So, dann sind wir hier einmal jetzt bei Patrick. Und zwar ist da natürlich der Stein. Und wir können da auch rein. Und da sind wir schon drin im Stein. 3 Uhr morgens. Zeit für einen Krabbenburger, würde ich mal behaupten, ne? Okay, und zwar haben wir hier dann den lieben Patrick. Auch mega nice. Ey, Patrick, zeig dich doch mal, Patrick. Ja, moin. Natürlich, die Wampe darf nicht fehlen, ne? Immerhin jemand, der genauso heißt wie ich. Endlich. Und ja, viel gibt's jetzt hier auch nicht zu sehen, ne? Ich meine, es ist hier, wie gesagt, das Haus von Patrick und das ist ein Stein. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Und wir können erstmal, würde ich sagen, zum Apfeleimer rüberfliegen. Die große Krabbe schauen wir uns gleich an, aber wir gehen jetzt erstmal in den Apfeleimer rein. Und dann haben wir einmal hier den Eingang, wir haben hier die Küche und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wo jetzt hier der PC sein soll, aber auf jeden Fall muss es hier auch den PC geben, Kitchen Lab. Ich denke mal, das hier ist der PC, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der Name hieß. Hieß der Harold's der PC? Boah, Leute, das tut mir jetzt leid, aber ich weiß es nicht mehr so. Das ist ein bisschen länger her. Ich meine, der PC hieß Harold. Karen hieß er. Ja, auf jeden Fall haben wir dann hier noch Karen. Und das ist ja quasi Planktons PC, ne? Die heimliche Liebe, die darf natürlich auch nicht fehlen. Und ja, dann haben wir hier auch nochmal so einen kleinen Raum. Ich will, wie gesagt, nur durch alle Räume ein bisschen durchrushen, da ich euch möglichst viel von der Map zeigen möchte. Wie gesagt, das hier ist der Apfeleimer. Und dann gehen wir mal ganz kurz weiter hier zur Große Krabbe. Und ich würde sagen, ist hier die Große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Kennt ihr den Insider noch? Also, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Insider ihr kennt. Und dann haben wir hier auch Mr. Krabs zum Beispiel. Und was mich wundert, ist, dass wir hier kein Büro haben. Das ist etwas merkwürdig. Egal, wir sind jetzt hier in der Küche, können natürlich hier Krabbenburger vorbereiten, beziehungsweise SpongeBob kann Dings Krabbenburger vorbereiten, ne? Die Geheimformel kennt ja keiner. Und ja, Photosynthese, kennt ihr das auch noch? Das ist doch, das Ganze wirkt hier gerade voll die Erinnerung, muss ich sagen. Fliegen wir mal ein bisschen weiter und dann haben wir einmal hier, so, dann haben wir einmal hier das
Altersheim von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Das sollten die meisten auch noch von euch kennen, hoffe ich einfach mal. Hier gibt es auch nicht so viel zu entdecken. Ist halt aufgebaut wie das Altersheim aus dem Film. Ich weiß gar nicht, kennt man die oberen Etagen? Also den Eingangsbereich kennt man auf jeden Fall von der Serie quasi, aber die oberen Etagen weiß ich gar nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir können hier zu den Quallenfeldern rüberfliegen. Und dort haben wir auch ein paar Quallen, beziehungsweise Jellies. Wir haben hier auch nochmal Kevin, ne? Wer kennt ihn noch? Kevin? Mein Spaß ist natürlich nicht Kevin, aber wir haben hier auf jeden Fall ein paar Quallen. So, dann kommen wir schon zur nächsten Attraktion, nenne ich das Ganze einfach mal. Und zwar Sandys Zuhause. Und das befindet sich hier. Das ist natürlich diese halbe Kugel, könnte man sagen. Diese Glaskugel. Und ja, da wohnt die liebe Sandy. Wir gehen da einfach mal rein. Wir müssen ja, wir dürfen da natürlich nur mit einem Helm rein. Beziehungsweise wir müssen ja so eine Wasserkuppel tragen. Ne, ihr wisst Bescheid. Da wir sonst hier nicht atmen können. Und da ist sie natürlich, die liebe Sandy. Ne, ja moin, was geht, Sandy? Gut siehst du aus, ne? Und Moment, ich will natürlich die Zeit auch verändern. Das ist auf jeden Fall der Baum, den sollten auch alle von euch kennen, ne? Und hoffentlich fährt sie nicht wieder oder schwimmt sie nicht wieder nach Texas, ne? Also das Ganze ist heute ein bisschen insiderlastig. Ich bin auch mal gespannt, oder ich weiß gar nicht, wer von euch hat SpongeBob geschaut? Kennt das eigentlich von euch alle? Also meine Kindheit hat es auf jeden Fall geprägt. So viel kann ich sagen. Ich bin, was SpongeBob angeht, relativ fit, beziehungsweise ich habe mich sehr viel damals mit SpongeBob beschäftigt und irgendwie kam ich hier nicht rein, deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier aufgemacht. Jedenfalls sieht man hier das Bett, so viel gibt es hier aber auch nicht zu entdecken. Das Bett haben wir dann hier auf jeden Fall und upsala, ich will die Kugel natürlich auch nicht kaputt machen. So, ich mache jetzt sowieso schon was kaputt, aber das hier ist auf jeden Fall das Bett und ja, ein Licht darf natürlich auch nicht fehlen am Abend. Und dann können wir nochmal ganz kurz hier weiter. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier raus. Und ich frage mich gerade auch nochmal, wo Larry ist. Larry, lebst du auch noch? Gibt's hier Larry? Sollte hier eigentlich auch vorhanden sein. Auf jeden Fall sehen wir hier dann auch nochmal den schönen Strand von Bikini Bottom. Und ja, es sieht auch mega cool aus. Also ich muss sagen, die Map an sich gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen, ich wollte sie euch auch zeigen, als ich das Ganze hier gesehen habe. Ich werde euch auch nochmal die Mod in die Beschreibung packen, dass wenn ihr die Mod auch mal selbst zocken wollt, dann könnt ihr euch die auch runterladen. Hier auch so eine Infotafel auch noch, nicht zu vergessen. Dann haben wir hier, was auch noch ziemlich lustig ist, ein paar Häuser, soll halt die Innenstadt darstellen. Und da haben wir die Bootsfahrschule von Mrs. Puff, hieß sie, glaube ich, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mega geil. Hier hat SpongeBob natürlich nicht den Führerschein geschafft. Nein, ist im Gegenteil 30.000 Mal sitzen geblieben und... Moment, wo haben wir sie jetzt? Hier einmal Patrick und dann wo haben wir ihn nochmal? SpongeBob, so, hier. So, und da haben wir ihn auch noch, SpongeBob und Thaddäus ist heute auch mal am Start. Ja gut, jetzt fehlt nur noch Mrs. Puff, aber die lassen wir mal lieber in Ruhe, denn die ist genug gestresst, ne? Ja, auf jeden Fall hier haben wir dann den freien Bereich, wo wir dann üben oder wo SpongeBob dann übt, ne? Er schaut sich die Strecke gerade noch mal in Ruhe an, ne, SpongeBob? Alles klar, schau dir das Ganze in Ruhe an, du musst ja gleich wieder durchfallen und... Das ist auf jeden Fall die Bootsfahrschule. Ansonsten gibt es hier auch noch jede Menge andere Sachen zu entdecken. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich euch noch alles andere zeigen soll. Ich kann ja einfach mal ein bisschen hier durchfliegen, euch ein bisschen was zeigen. Wie gesagt, hier einfach noch ein bisschen ganz klassisch so Häuser, die halt die Innenstadt darstellen sollen. Dann wird beispielsweise auch noch das Einkaufszentrum, wie es sich unschwer erkennen lässt. Und zwar steht hier Mall drauf, also das kann man ja wohl nicht mal sehen. Und hier kann man auch nochmal einkaufen und ja, die ganzen üblichen Sachen kann man hier auf jeden Fall erledigen. Wir sehen auch hier, man kann sich ein paar Sachen kaufen. Momentan sind 40% auf Diamantrüstungsteile. Da kann man auch nicht nein sagen, ne? Komm, das nehmen wir direkt mal mit hier, zack. Und zack, beides natürlich mitgenommen, darf natürlich nicht fehlen. So, sieht doch schon mal nett aus. Auf jeden Fall, das hier ist der Supermarkt. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Mir fällt gerade dieser Name hier nicht ein von dem Laden, aber das war ja dieser Laden, wo Getränke verkauft wurden und wo dann alle so eine
Krätze bekommen haben oder krank wurden. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr so ganz sicher, wie das war. Da war die Kundschaft auch in dieser Folge recht hoch. Ich kann mich daran noch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß oder ob da generell ein Name vorhanden war zu diesem Laden. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das, glaube ich, mit der Krätze. Und hier haben wir die Kitchen und Kelp. Kelp? Keine Ahnung, ist glaube ich der englische Begriff. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt so mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Map ist in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.